Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge wollten wir eigentlich zu einem, zu einem der nächsten Polizeireviere hingehen, um das nächste Eddie Winter-Autoband einzusammeln, aber das war doch ein bisschen schwieriger und wir haben es letztendlich nicht erreicht. Aber wir sind dafür hier an einen Radiosender vorbei gestrauchelt. Das ist echt ein Radiosender hier. Kann ich hier irgendwas machen? Hallo. Okay. Wir produzieren ein paar wunderbare Hörspiele. Du solltest sie dir mal anhören. Das war eine ganz schöne Leistung, Rex vor diesen Supermutanten zu retten. Also, was machst du hier? Ich spiele die Frauenrollen in unseren Hörspielen. Früher war ich Schneiderin, aber Kostüme braucht man in Hörspielen eher selten. Ich könnte eine Schneiderin gebrauchen. Hättest du Lust, für mich zu arbeiten? Oh, hallo. Na gut. Haut die einfach ab, wat? Okay. Sanctuary. Ist noch Sanctuary frei, irgendwas? Ja, Hört danke. sich interessant an. Okay, bin dabei. Ich glaube, es wird mir Spaß machen, wieder Kleidung herzustellen. Hock die einfach ab. Was ist jetzt mit der Frauenrolle? Wollt wollte Männer nicht mit mir reden? Hallo. Entschuldigung. Okay. Dann gehe ich eben. Hey. Mal sehen, was ich tun kann. Dann gehen wir mal nach oben. So, wieso noch nie von den Sender gehört, also wird das schon nicht so schlimm sein. Weiß halt, von der können wir dann Klamotten kaufen oder irgendwie sowas. Wäre doch nicht schlecht. Aber warte mal, wenn die den Laden aufmachen kann, ne? Oh, ich muss laden, ich muss Leben irgendwie bauen. Das Ding ist noch nicht mal eingeschaltet, was? Wie zum... Ich glaube, die senden hier überhaupt nichts. Die sind noch nicht mal hochgefahren. Ich kann es auch irgendwie nicht hochfahren anscheinend. So. Wir haben immer noch das gleiche Problem. Und zwar, warum bin ich darüber? Die blöden Supermutanten da sich gemütlich gemacht haben. Muss sie aus dem Weg räumen. Da hat er Bumm gemacht. Sehr gut. Bin schon mal, ich wusste, eine der immer hier oben ist. Bams. So macht man das. Einfach aus den Schatten agieren. Das ist der nächste. Was war das? So einfach geht das. Einfach schön hier. Die von ganz weit entfernt erledigen. So, jetzt bist du an der Warte. Draußen ist was. Kann unmöglich wissen, von wo der Schuss kommt. Tut er auch nicht. Ha! Hier ist es wohl sicher. Ich glaube, wir sind nicht allein. Immer wieder ein Schleichangriff, weil ich viel zu weit weg bin. Mein Ah, jetzt schießt er. Aufsichtssystem ist wohl im Eimer. Weil jetzt immer ein Schleichangriff, sehr gut. Wollte ich meine Fernbeziehung, ne? Wird, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden machen. Haha, sehr gut. Die schießen einfach nur so, was? Was ist hier los?
Er kommt gar nicht mehr klar. Ich sollte wohl endlich mein Aufspürsystem kalibrieren. Na schon, komm da raus. Und hat der so angefangen, dass mich da so beenden. Ah! Gut, gehen wir da rein. Größten Bedrohungen haben wir ausgemerzt. Nur die kleinen übrig. Das wird ein guter Kampf. So einer Schlüssel. So, so einfach geht das. So. Hallo, na? Schon angeschossen, was willst du? So. So viel dazu. Eine Power Armor drin ist, ne? Ich dachte. So, das war um Längen einfacher. Was es beim letzten Part war. Ja, war da noch irgendwo so Mutanten und. Wo ist der denn jetzt hin? Warum ist er, hab ich ihn überhaupt angeschossen? Nein. Das muss ja echt eine verdammt üble Meinungsverschiedenheit gewesen sein. Okay. Na, Küstenwache mit zur Herbert. Da will ich mal gucken, was der Typ da oben für eine Waffe hatte. Guck mal nochmal hier hoch. Oh, der Typ, der da explodiert ist. Da haben wir davon, wenn man im Alltag mit so einem Teil rumläuft, ne? Hab ich doch schon mal irgendwann erwähnt. Mal kurz aufs Klo gehen, das Ding fallen lassen und dann boom. Alles wird in der Luft. Selber schuld. Ja, erstmal da oben das. Den Typen finden. Ich bin ziemlich sicher, der hatte irgendwie so ein Dingensteil hier, so ein Gleisquer. Wie auch immer man das nennt. So, ne. Ah, komm mal her. Wo ist er? Wo ist er? War der das? Ich meine, ich dachte, er hatte so einen Teil. Schade. Boah. Der war da, ne? Das hat schon wieder nicht. Gut, dann haben wir hier die Winterholband. Nachricht an Claire Posinski. Es ist an der Zeit, über einen Urlaub nachzudenken. Wie klingen 6 Wochen in Irland? Dafür geschafft. Galway Bay, Waterford.
war schon. Okay. Dann mach du Urlaub. Ich bin die ganze Zeit. Scheinbar haben mich da gar nicht erwischt. Mann. Jetzt haben sie mich erwischt. Ich dachte, er hätte so ein Dings gehabt. Der war nämlich auch noch nicht begegnet. Was? Wo dann? Ja, irgendwo hingeschickt dann, oder was? Hätte mich das irgendwo hinschicken sollen, oder was? Die Fernsteuerung. Kann ich das so öffnen? Wenn du Probleme hast, könnte ich mir das Terminal ansehen. Ach. Wie schön. Ich mach das einfach so und fertig. Du brauchst ja wieder 5 Jahre, bis du das Ding öffnest. Für einen Teil hat das gefallen. So, und was für eine Tür bist du denn verbunden? Was? Okay. Oh, das ist eine Zeitschrift, habe ich gesehen. Ha, 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 noch eine Zeitschrift. Die mich unbesiegbar machen wird. Ruhm und Ehre einbringen wird. Lass uns ein bisschen Spiel machen wird. Unglaublich überwältigende Geschichten. Perfekt. Du verursachst 5% mehr Schaden mit Waffen mit Fernrohr. Okay. So viel Wissen ging verloren, als die so viel dazu, dass ich hier gerade alle vom Weiten erledigt habe. Ich ein bisschen früher machen sollen. Aber okay. Nehme ich. Ah, ich tu mal die Türen. Tür schließen, okay, dann ist das die. Dann, her damit. Nom nom nom. Nein. Soll ich mal so eine Kampflinte? Perfekt. Oh, Schrotpatron auch geil. Munition. Noch ein paar Dinger zum Öffnen. Ja. Sehr ergiebig, ja. Sondern ich nur 44er Munition oder so verballert habe. Immer kurz davor noch einmal, ne? Ja. Brauch unbedingt Aluminium. Also wirklich unbedingt, sonst werde ich meine Power Armors nie irgendwie. Aber ich kann auch nirgendwo Aluminium kaufen. Wäre irgendwie für mich der einfachere Weg. Aber nein, nirgendwo verkauft jemand einen Laden Aluminium. Nur alles andere noch. So, wo ist denn das nächste? Hier. Da war ich schon. Das ist ja nee von Diamond City, glaube ich, ne? Gehen wir mal rein! Ne, das ist nicht Diamond City, das ist noch mehr in der Mitte. So rechts. Rechts! Aber anscheinend habe ich das da nicht gefunden. Gucken wir nochmal. Tesla, aber genau. Irgendwann muss ich mal
Fähigkeit nehmen, mit der ich mehr ertragen kann. Dann habe ich eine viel bessere Waffenvielfalt. Und muss auch nicht, weil nicht die ganze Zeit Waffen wechseln. Dann kann ich immer so meine 20 Waffen mitnehmen und fertig. Ich bekomme ja irgendwie immer so 50 Punkte oder so und da ist schon extrem viel. So. Und da war ich dann noch nicht drin, ne? Mal schauen. Hat man nicht gehört, ne? Okay. Gut. Ne, ich glaube, hier war ich noch nicht. Schade. Predator. Prepare it. Ja. Oh, welche Tür? Kann ich die so öffnen? Oh, das ist der Silver Sword wieder. Nee. Oh, gucken wir uns dich jetzt hier an. Irgendwelche unwichtigen Leute. Edwi. Garados. Warum habe ich das gesagt? Da wurde so strunzdoof in den Kopf gekommen. Es geht ab. Ich habe deine Klamotten. Und er sieht nicht so aus wie die Klamotten, die ich von dem hab. Finde ich jetzt. Daddy, oh, was? Was ist das denn? Intelligenz, Wahrnehmung und Venus Charisma. Daddy, oh. Okay. Welche Tür bist du verbunden? Mit dieser Zelltür? Ist eine Tür, die elektronisch verschlossen ist? Das macht total Sinn, ne? Wir sind in 10 Granaten drin. Munition, hallo. Ich glaube, wir sind nicht bei. Findest du? Meine Augen sagen mir auch, dass ich nicht allein bin. Jetzt schlage ich wieder nicht durch den Boden. Seht hin und wieder, wenn ich mit dem Schwert auf den Stoß gehe. Kaffeekanne. Verdammt. Ich brauche Aluminium. Was hat Aluminium? So Dosen sind doch Aluminium, glaube ich. Screen. Nee. Damit. Und Holoband Nummer 7. Und das ist auch das 7. Schöner Beitrag, den Sie da über den Bau der Einschienenbahn geschrieben haben. Himmlische Highway, mörderische Methode. Geschafft. Eines aber haben Sie richtig dargestellt. Sicherheitsinspektorin Alice Lenski wurde umgebracht. Aber Sie werden sie nie finden, weil nichts von ihr übrig ist. Ja, wünsche ich mir irgendwie, die Untertitel würden auch da sein, wenn ich hier Schlösser und so was alles öffne. Ich habe das hier so leise, ich höre das meist gar nicht. Wenn ich das zu laut mache, hört man das immer wieder in der Aufnahme. So, für welche Tür war denn jetzt hier da unten der PC?
Wird das ist nicht aus Aluminium, ne? Ja, ja. Sieht mir eine Kaffeekanne aus. Ist doch nicht. Kaffeedose. Hier ist aus Aluminium. Wunderbar. Kaffeedosen, wenn ich Kaffeedosen finde, aufnehmen. Bin drin. Na, warum sollte ich jetzt eigentlich einen Protektor aktivieren? Ich bin schon hier oben und alle Gegner erledigt. So, was hat jetzt die Tür hier? Für was ist sie? Steuerung hier. Tür schon geöffnet? Ist nicht alles echt hierfür, oder? Ja, ich habe das jedenfalls schon geöffnet. Gott, weiter. Ross hier. Und zu dem nächsten Polizeirevier, das wir wahrscheinlich nicht mehr in diesem Part schaffen. Nee. Glaubst nicht. Werde ich erstmal gucken, soll ich das hier abgeschlossen habe. Aber egal. Ich glaube, ich sollte vor der nächsten Aufnahme erstmal meine Sachen wieder einlagern. Vor allem mein wichtiges Aluminium. Meine Raketenwerfer und also was. Die Nick ja schon wieder am Umschleppen ist. Wo ist das nächste? Sowieso wieder viel zu weit weg. Gut, was wir hier in den nächsten 3 Minuten noch so finden. Das ist auch ein Polizeirevier. Nicht abgeschlossen, was soll's. Möchte ich mal hier von Dach zu Dach springen? Er kriegt mich nie. Ich bin der. Ja, mal nochmal. Wie nennt man das nochmal? Ich bin der Free Jumper. Der Free Runner. Wo ich von nirgendwo her springen kann. Mein Gott, ihr habt es euch echt gut gemütlich lang gemacht. Aber leider keine Zeit, um mit euch zu spielen. Adieu, mon amis. So, überleg grad, was ist das hier alles? Jetzt eigentlich nur 3. Ach, hier machen wir doch vor kurzem noch. Wir sind einfach jetzt hier noch 3-4 Minuten nur zu schlagen, was soll's. Ich beende die Party einfach, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage, ach. Ach man, echt. Gut. Ja, ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.